Fürchtet euch nicht, denn ich wache. Schon wieder dieser Traum und schon wieder die Stimme. Das ist komisch. Auch wenn es sich diesmal nicht ganz so lebendig angefühlt hat. Aber was soll's. Wir ziehen uns erstmal an. Und dann sollten wir heute daran arbeiten, unsere Tarnidentität aufzubauen. Wo haben wir unsere Handschuhe gelegt? Ah, da. Und dies braucht wenigstens keine komische Notiz hier. Das ist schon mal sehr gut. Aber wir machen ja auch das, was sie von uns wollen. Schwert sollten wir auch noch mitnehmen. So. Und wo gehen wir jetzt zuerst? Erstmal was Ordentliches zu essen finden. Mit ganz viel Glück Brot. Aber schauen wir mal. Nun, worum handelt es sich? Du willst sprechen. Hier unten war doch... Genau. Wir würden gerne handeln. Oh, du hast nur Zettel? Balmora Führer. Oh, den sollten wir uns mal zulegen. Die Provinzen von Tamriel. Kultpflege im Kaiserreich. Vivek-Führer. Aldrun-Führer. Kostet nicht besonders viel. Dann kaufen wir doch gleich mal. Und können sie uns bei Zeit mal angucken. Also hier gibt es wohl keinen zu essen. Ist eh eine recht skurrile Herberge mit diesen ganzen Dieben hier. Dann halt auf dem Markt vielleicht irgendwo irgendwas. Auch wenn die Chancen da recht schlecht stehen. Zumal die Sonne noch nicht richtig aufgegangen ist. So, also Taverne Südwall. Der Markt müsste dann in der Richtung sein. Und unterwegs überlegen wir uns mal, was genau wir jetzt heute machen wollen. Die Diebesgilde wäre naheliegend bei unseren Künsten. Und auch naheliegend. Aber das ist nicht unbedingt die beste Wahl, wenn wir eine Tarnidentität aufbauen wollen. Das ist zu verrucht, wenn es denn rauskommt, dass wir da Mitglied sind. Wir brauchen wirklich etwas, mit dem wir auftreten können in der Öffentlichkeit. Ja. Also eher die Kriegergilde. Die ist ja auch hier im Ort ansässig. Nämlich direkt hier links um die Ecke. Genau. Die einzige Alternative hier wäre die Magiergilde, aber da werden sie uns eh nicht haben wollen. Oder die Imperiale Legion hat eine Festung hier vor der Stadt, aber die suchen gerade keine Leute. Dazu müssten wir also nach Gnissis. Und das ist doch ein wenig zu weit weg. Wahrscheinlich müssten wir auf jeden Fall reisen. Also nee, Kriegergilde klingt denn schon mal sehr gut. Und wenn wir da ein, zwei kleinere Aufgaben erledigt haben, können wir immer noch zur Diebesgilde und uns da ein wenig was dazu verdienen. So, Ravia. Bei dir waren wir doch schon mal. Wir würden gerne den Mondzucker loswerden. Und er kauft ihn für 112 Draken. Sehr schön. Wenn wir schon in der Kriegsgilde anfangen, dann wäre die Rüstung vielleicht auch gar nicht mal so schlecht. Aber die ist so schwer. Na gut, solange es nur bei den beiden Teilen erstmal bleibt, soll es wohl okay sein. Aber den Destillierkolben würden wir noch gern verkaufen. Den will er nicht. Haben wir noch irgendetwas? Heiltrank gegen Pest und Krankheit werden wir auf keinen Fall verkaufen. Sonst haben wir nicht wirklich was. Die Zauberspruchrollen werden auch noch recht wichtig sein. Gerade dieser öffnen Zauberspruch. Nö, das soll dann erstmal reichen. Hast du vielleicht Brot? Nein, nicht wirklich. Na gut, dann hätten wir gerne 114 Draken dafür. 113 Draken dafür. Sehr schön. Dedrisch, Fremdländer. Was kannst du uns über die Mondfalterfestung sagen? Die Mondfalterfestung ist die kaiserliche Legionsgarnison im Südosten von Balmora, gleich außerhalb der Stadt. Rad Hartherz ist dort der befehlshabende Ritter. Unter den Legionen des Kaiservolkes und den Mitgliedern des kaiserlichen Kultes gibt es dort draußen ein gutes Dutzend Händler. Oh. Da kriegen wir bestimmt was Gutes zu essen. Ja, dann leb wohl. Wir müssen eine Legion besuchen gehen. Nicht um ihr beizutreten, sondern um ihr Essen zu kaufen.
Das geht ja echt nicht. Wir sind jetzt schon so viel... Ja, und weg von dir. Wir sind jetzt schon lange genug hier und haben von Reis und Quama-Eiern gelebt. Das muss nun wirklich nicht sein. Das heißt, wenn wir da irgendwas finden, kaufen wir davon gleich dutzendweise Leiberbrote. Und verstauen die irgendwo. Ah, irgendwo, das ist ein guter Punkt. Wir sollten uns vielleicht langfristig irgendwo ein Zimmer mieten. Aber nicht in der Südwall-Taverne. Da müssen wir uns echt nochmal umgucken. Also Südwall waren ja die Diebe. Und da sollten wir uns nicht unbedingt länger als nötig rumtreiben. Allein des guten Rufes wegen. Dann gab es noch die Ratstaverne. Aber da waren auch recht dubiose Gestalten. Gibt es noch eine Taverne oder Herberge in Balmora? Da müssen wir mal gucken. Aber können wir ja rumfragen. Der Tag hat gerade erst angefangen. Haben wir noch mehr als genug Zeit. So weit weg ist die Festung hier ja nicht. Sind wir hier richtig? Nein, anscheinend nicht. Oh, wir sind auf dem Weg nach Caldera. Also weiter Richtung Pelagiat und dann gleich links rum. Ah ja, okay. Bitte, bitte, bitte. Wir wollen nur wieder ordentlich essen. Und uns allgemein da ein wenig umhören, kann ja auch nicht schaden. So, einigermaßen sicher sieht es hier auch aus. Und Händler, sehr schön. Wir sollten uns aber erstmal vorstellen. Bist du hier der Aufseher? Ich kenne euch nicht. Was wollt ihr? Erzähl uns etwas über die Kaiserliche Legion. Wir unterhalten Garnison in der Pelagiat-Festung in Pelagiat, in der Falkenfalter-Festung in Ebenherz, der Mondfalter-Festung in Balmora, also hier, der Burgfalter-Festung in Aldrun und der Darius-Festung in Gnissus. Dieser Darius muss wirklich irgendwas Besonderes sein, denn fast alle anderen Festungen haben irgendwas mit Falter. Wollt ihr der Kaiserlichen Legion beitreten? Eigentlich schon, aber uns wurde gesagt, wir müssen dazu nach Gnissus. Ja, sagt er uns jetzt auch. Zur Darius-Festung. Na gut. Was kannst du uns über die Kriegergilde sagen? Die Kriegergilde ist eine professionelle Organisation, genehmigt vom Kaiser, um die Anwerbung und Ausbildung der Söldner zu regeln. Regeln? Achtet auf die Gesetze, die das Kaiserreich vorgibt. Preiset den Ruhm des Kaisers, befolgt die Befehle eurer Vorgesetzten und andere Mitglieder der Legion dürfen niemals angegriffen oder bestohlen werden. Na gut. Gibt es noch neueste Gerüchte? Zunächst schien es, als ob die Aufregung um die Prophezeiung über den Nerevarin nur eine alberne Aberglauben sei. Dann erfuhr ich, dass die Dunmer seit Jahrhunderten auf die Rückkehr von Fürst Nerevar warten. Sie nennen ihn den Fleischgewordenen. Alle paar Jahre tritt ein Aschländer auf den Plan und die Stämme begrüßen ihn als Fleischgewordenen. Dann macht sich der Tempel auf, stellt ihn und beweist, dass er ein Schwindler ist. Warum macht sich der Tempel solche Sorgen darüber? Das ist eine gute Frage. Interessiert uns aber nicht weiter. Da er sonst wohl nichts Wichtiges zu sagen hat, gehen wir mal zu den Händlern. Du scheinst Gemischtwaren zu verkaufen. Du Waffen. Du Alkohol. Hast auch ein bisschen Brot? Nein, du hast nur Alkohol. Es kann doch nicht so schwer sein. Schon wieder ein Quama-Ei. Hier ist noch ein Gemischtwarenhändler. Und ein Alchemist. Du bist unsere letzte Hoffnung. Nö. Haben Sie nicht was von ein paar Dutzend Händlern gesagt? Sieht mir hier eher mau aus. Oh, Schriftrollen. Der Öffnenspruch kostet an die 70 Draken. Krankheit heilen 40 Draken, Pest heilen 80 Draken.
göttlicher Eingriff. Oh, das wäre praktisch. Der soll einen zurück in einen Tempel der Neuen bringen können. 63 Draken. Oh, davon kaufen wir uns mal 2. Gehen auch 105 Draken. Sehr schön. Oh, und er spricht uns gerade an, ob wir nicht Laienmitglied werden wollen. Hatten wir uns schon überlegt? Warum nicht? Wir nehmen alle ehrlichen Bürger mit gutem Charakter und einem festen Glauben auf. Eine einmalige Zahlung von 50 Draken zur Unterstützung unserer wohltätigen Werke ist alles, was wir verlangen. Wollt ihr dem kaiserlichen Kult als Leihmitglieder dienen, so sprecht mit Ikfa in der Pelagiat-Festung. Sylvoros Loris in der Buchfalter-Festung. Also listet uns jetzt ganz viele Namen auf, wo wir uns melden könnten. Das nächste wäre dann wohl Pelagiat. Ja, in der Pelagiat-Festung. Na gut, das ist dann schon mal schön zu wissen. Wir hätten aber gerne noch einen Gemischtwarenhändler. Bei dir waren wir schon, oder? Ja, auch nix. Schade, schade. Na gut, dann halt nicht. Irgendwann werden wir noch was Ordentliches zu essen finden können. Aber jetzt sollten wir uns wirklich langsam aufmachen Richtung Kriegergilde. Entweder das oder wir gehen zurück nach Pelagiat und dort zu der Festung. Aber nein, Balmora klingt erstmal ein wenig angenehmer. Da gibt es auch wesentlich mehr Händler und dergleichen. Und wenn wir genug von der Kriegergilde haben, könnten wir dort sofort bei der Diebesgilde weiter anheuern. In Pelagiat würden wir festsitzen, dann müssen wir von da aus wieder weiterreisen. Und das ist ja nicht so toll. Nee, gut. Also zurück nach Balmora, die Kriegergilde beitreten und mal hören, was die so zu sagen haben und was sie für uns zu tun haben. Und zu bieten natürlich. Wir haben zwar jetzt schon recht viel Ausrüstung bekommen von den Klingen, aber vielleicht ist die Kriegergilde ja auch spendabel. Auch wenn es bei ihnen nicht wirklich viel Sinn machen würde. Eigentlich müssten wir eher was bezahlen, um denen beizutreten. Wie es ja bei dem Kult da üblich zu sein scheint. Wobei 50 Draken nun wirklich nicht die Welt ist. Na, obwohl man das auch anders sehen kann. 50 Draken sind ja 5 Übernachtungen in der Taverne. Das ist schon... Apropos Taverne. Taverne zum Glückspilz. Ratstaverne. Wir könnten mal eine Glückspilz-Taverne übernachten und gucken, wie es da so ist. Auch wenn es ganz schön nah an dieser Ratstaverne dran ist. Und dich nennen wir jetzt nur noch was. Komisches Biest. Na gut, Kriegergilde. Nicht zu sehr ablenken lassen. Von was? Kriegergilde war hier vorne. Ja, hier irgendwo eine Taverne wäre ganz nett. Die wäre richtig schön zentral. Das hier ist nur ein Händler und da hinten auch. Oh, vielleicht können wir in der Kriegergilde schlafen. Das hätte doch was. Also sollten wir auf jeden Fall nachfragen. Hallo? Euer Name ist also Marcus Sitticus und ihr seid neu hier in Balmora? Nun, mein Name ist Fasile Charazed und ich beantworte gerne eure Fragen. Ich habe ohnehin gerade nichts zu tun. Und wenn ich euch mit Morrowind-Legenden langweile, dann lasst es mich wissen. Über Legenden wollen wir eigentlich nicht allzu viel wissen. Wir würden gerne lieber etwas über die Kriegergilde hören. Ja, dies hier ist die Kriegergilde. Aedis Feuerauge ist die Kämmerin. Ihr redet mit ihr, wenn ihr der Kriegergilde beitreten wollt. Okay, und wo ist sie? Oben. Okay, dann gehen wir halt nach oben. Ich höre. Schönes Schild. Nun frei heraus. Marcus Sitticus, was wollt ihr? Seid ihr hier, um der Kriegergilde beizutreten? Ja, das sind wir. Ihr schaut aus, als würdet ihr euch nicht die Butter vom Brot nehmen lassen. Köder uns nicht mit Brot, Weib.
Bevor ich euch unter Vertrag nehme, solltet ihr euch vielleicht die Satzung der Kriegergilde ansehen. Was ist denn die Satzung? Eure Aufgaben verpflichten euch gegenüber euren Fürsten und Brüdern. Seid immer ehrenhaft und tapfer. Behaltet einen wachen Verstand und erliegt nie den feigen Tricks der Schwachen. Als Mitglied dürft ihr Gegenstände aus unserer Rüstungstruhe nehmen. Oh, das klingt doch schon mal praktisch. Es gilt als Verrat, andere Mitglieder der Gilde zu bestehlen oder zu bekämpfen. Wenn ihr diese Regel verletzt, müsst ihr mindestens mit einem Aufseher der Gilde reden, um euer Ansehen zu retten. Glaubt ihr, dass ihr diese einfachen Ideale einhalten könnt? Mit Sicherheit. Jedenfalls augenscheinlich. Ihr seid nun Aspirant der Kriegergilde, Marcus Sitticus. Arbeitet hart, folgt den Befehlen und es wird euch gut gehen. Sucht mich auf, wenn ihr das Gefühl habt, dass ihr für eine Beförderung bereit seid. Oh, das ging ja einfach. Dann schauen wir uns hier erstmal um, Worum geht es